Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Saints Row the Third zu zweit. Hi. Hier ist Melanie, die zwei. Hi. Meine bessere Hälfte. Hi. Wie es ja im Let's Play Forum steht. Hi. Das Auto will ich haben, das Auto will ich haben, das Auto will ich haben! Ja, nimm das Auto von den Feinden, Schatz. Du bist klug. Maybe you can send them out a bit. Wir sollen irgendwie die Polizei ausdünnen oder so. Ey, wieso wurde ich jetzt rausgeholt aus dem Auto? Keine Ahnung. Warte auf mich! Boah, ist diese klassische Musik schrecklich. Boah, ich bin durch dich durchgejumpt rein. Ich hab grad einen Ich hab grad einen Bullen überfahren. Toll. Schatz, da stand gerade Bo Duke N. Bo Duke N? Ja. Was soll das heißen? Keine Ahnung. Ey! Arschloch! Lernt fahren! Guck mal, der hat sofort Angst! Ja. Ach so, dieses Bullen töten. Ah ja, erinnerst du dich noch, wo wir dann diesen... Da, genau, diesen Teil hatten wir schon mal gemacht, ne? Ja. Und dabei bin ich ja dann irgendwie gestorben und dann hatten wir dieses komische Minigame. Ja. Wollen wir lieber laufen? Nein, komm, diesmal schaffen wir's. Ja, Moment, ich muss erstmal meine Bazooka rausholen. Moment, du hast eine Bazooka? Nein. Shit. Autsch! Nicht mich verletzen! Wie wähle ich nochmal aus? B gedrückt halten. Ah ja, da. Ich glaube, das mit dem Auto wird nichts mehr. Warum? Ich setze das gerade in Flammen. Toll. Yeah, wir haben eine Welle geschafft. Ah, wir sind ja wieder bei solchen Wellenteilen. Das hatten wir ja schon mal letztens. Dann können wir ja weiter über das reden, worüber wir das letzte Mal drüber geredet haben. Beschütz mich! Abgesehen davon, dass mein Charakter Bloody sagte, ne? Ja. Was den Schluss naheliegt, dass er Brite ist. Toll. Ja. Also, wir waren bei Batman Brave and the Bold im letzten Part. Erinnerst du dich? Ja. Eine tolle Serie. Ja. Findest du auch schade, dass die abgesetzt wurde, ne? Wie, die wurde abgesetzt? Ja, nach der dritten Staffel geht's nicht mehr weiter. Nee. Weil die Platz machen wollten für Beware the Batman. Dabei hatte ich so gehofft, dass der Musikmeister nochmal auftauchen würde. Nein, Neil Patrick Harris spricht da nie wieder mit. Armer Neil. Alter, ich treff den nicht! Hilf mir! Das ist so toll. Ich mach ja schon. Ja, Neil Patrick Harris. Barney! Oder Dr. Horrible. Aus Dr. Horrible Singalong Vlog, welchen Film ich übrigens auch sehr mag, weil er sehr viel gesungen wird. Ja, der angeblich diesen Sommer, ja, wo er diesen Sommer dann der neue Film gedreht werden soll, Dr. Horrible 2. Yeah, Dr. Horrible 2. Schatzi. Ja. Beschütz mich mal. Versuch mal was. Ich glaube, mit der Shotgun treffe ich da sehr schlecht, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich habe den Typen erledigt, yay! Echt? Okay, gut. Gut, jetzt dann noch ein zweiter. Der hat einfach umgedreht, da ist ja noch einer drinne. Oh. Ich habe den Heli runtergeholt. Gut. Ich muss hier gerade einen abballen. Abballern. Ist das normal, dass der Wagen so... Dass die Luft um den Wagen so... Ja, es qualmt ja nicht direkt. Die Luft ist ja eher so am Verschwimmen. Was ist eigentlich aus den Wellen geworden? Irgendwie kommt nichts mehr, ne? Was? Ja, irgendwie kommt nichts mehr. Wir brauchen neue Läden. Schatz, wir müssen neue Läden suchen. Ja, wir sollten neue Klamottenläden suchen, ne? Ja. Vor allem, weil ich noch gar keinen Klamottenladen gekauft habe, weil ja, der Mister hier... Ja? ...mir nie die Zeit gegeben hat. Sorry. Aber jetzt fällt das mit den Wellen gerade weiter. Ja. Also, Batman, welche Lieblingsfolge ist denn deine? Ja, hatte ich, glaube ich, im letzten Part gesagt, die mit dem Flash. Ach ja, stimmt. Also Requiem for Crimson Speedster. Ja. Hilfe! Oh mein Gott, sie kommen mit dem Panzer. Wenigstens habe ich den einen im Panzer erledigt. Ich muss mich hier nur in Sicherheit bringen, bis mein Leben regeneriert ist. Hilfe! Hilfe, ich bin doch so schlecht im Schielen. Ich laufe. Wir rennen. Shit, wie komme ich mich nochmal? Anscheinend müssen wir wirklich nur Bullen erledigen. So meine zweitliebste Folge, eindeutig nicht der Musikmeister. No. Ah. Hilfe. Welche? Nicht der Musikmeister. Wieso nicht? Aua, ich brenne. Au. Ich hätte das Auto explodieren lassen. Also an sich, meine zweitliebste Folge ist
die, wo Aquaman Urlaub macht. Oh mein Gott, die Folge ist genial. Ja. Die war toll. Wobei er gar nicht wirklich Urlaub macht. Das ist sein Urlaub. Mal abgesehen, ich finde es davon einfach gut, dass in der Serie Aquaman nicht so als Lusche dargestellt ist. Denn er ist gar keine Lusche. Aquaman ist immer noch scheiße. Nein, Aquaman ist nicht scheiße. Ah, scheiße! Kam die von hinten, rette mich! Ich komme! Ich habe mich noch hier so in Sicherheit gebracht und da kommen die von hinten. Diese Arschlöcher. Die sind voll schwul. Ich brauche einen Schutz. Ja. Ja, das war's, glaube ich. Sorry, mit dem Schutz kam ich nicht so schnell. 8, 7, 6. Ich bin gleich da! Ich kann nicht mehr rennen. 3, 2. Sorry, 1, 0. Ich wollte doch gar nicht springen. Wäre ich nicht gesprungen, hätte ich es geschafft. Ja. Oh. Danke, dass du lieber springst, als mich zu retten. Ich wollte gar nicht. Außerdem habe ich dann noch auf Y gedrückt, aber der hat nicht mehr reagiert. Und ich bin auch tot. Okay, dann warte ich hier auf dich. Dann gehen wir ein paar Klamottenläden suchen. Okay. Schatz, was willst du mit dem Bandentypen? Für sein Schwert. Das gibt er dir aber nicht. Der ist doof. Okay, jetzt will er mich umbringen. Ah! Bitch! Woohoo! Bam! What the fuck? Was machst du da? Keine Ahnung, was macht die Bitch? Dich umfahren? Warte, ja, da, cooles Auto, cooles Auto, cooles Auto. Wow, wie hast du das gemacht? Rennen und Y. Ah. Ey, ah. Sorry, ich wollte nur umfahren. So, warte mal, ich guck mal auf die Karte. Ja, guck du mal auf die Karte, ich muss hier fahren. Wo ein Klamottenladen ist. In unserer Nähe. Tätowierungen. Gar nichts, soweit ich sehe. Ja, fahr ich mal auf die, hier drauf. Ja, warte mal. Die Autobahn. Da weiterfahren, ne? Ich fahr jetzt auf die Autobahn. Wenn wir da weiterfahren, dann finden wir auch nichts. Warte mal, da ganz hinten ist ein Klamottenladen. Okay. Aber das ist Planet Saints, den haben wir schon. Sicher, dass ich ihn auch habe? Müsste eigentlich, oder müssen wir den normal kaufen, weil den haben wir eigentlich ja dann in der Story gehabt, ne? Echt? Okay. Fahr du mal. Ja, ich fahr mal. Wow. Sieht natürlich ein bisschen ruckelig aus schon. Oh, wo kam das Auto her? Oh, wo kamen die Autos her? Ich weiß nicht, da irgendwie die Verbindung ja sowieso irgendwie nie so doll ist. Hoffen wir mal, wenn ich umgezogen bin, ist es ein bisschen besser. Ja. Aber manchmal tauchen Autos auf. Ja, willst du lieber mich fahren lassen? Nö. Okay, jetzt hier gleich runter. Du hast die Ausfahrt verpasst! Okay, ja, hier runter. Okay. Jetzt rechts rum. Rechts! Rechts! Nein, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Hier? Ja, weiter geradeaus. Okay. Stehen hier denn hier so doof rum? Was ist denn deine zweitliebste Folge? Zweitliebste? Rechts, rechts, rechts! Naja, die von, die mit dem Birds of Prey. Ah ja, deine drittliebste? Ich glaube die mit Aquaman. Rechts! Aquaman. Und wer ist dein Lieblingsheld in der Serie? Bestimmt nicht Batman, ich kenne den. Ja, nicht Batman. Der Joker. Ich dachte Held. Der Riddler? Und komm jetzt nicht... Moment, da ist doch aber der Joker. Wir sind dran vorbeigefahren. Zurück, zurück. Siehst du das pinke Gebäude da? Da müssen wir hin. Fahr durch den Zaun. Warte. Was machst du? Ich versuche ja richtig zu fahren. Und ich fahre jetzt den Baum an. Warte. Was ist eigentlich für komische Musik, die da im Hintergrund läuft? Keine Ahnung. Ich habe Radio angemacht. So, Planet Saints kaufen, ja. Yeah. Yeah, apropos, ich glaube, ich muss mal wieder Geld abholen, ne? Yeah. Das muss man ja hier manuell machen und nicht wie bei... Doch, bei GTA muss man sogar noch mal hinlaufen. $5,500 pro Stunde und 10 Euro, 10% Rabatt, das ist doch schön. Guck mal, die haben hier kleine Sean, die Püppchen. Ach, wie süß. Und hier, Johnny. Genau. Naja, ich kaufe immer ein. Und Pierce. Konnte das ja beim letzten Mal nicht vernünftig.
Ja, mal gucken, was gibt's hier eigentlich so für volle Outfits? Ich will nicht mehr. Was gibt's hier eigentlich für Brillen? Macht der Straße, Sprungwurf. Oberkörper. Was gibt's denn hier? Also, wenn das jetzt gesagt wäre, dein Lieblingsheld? Ich habe noch keinen gesagt. Nein. Nightwing. Nightwing? Ja. Wirklich? Ich mag ihn. Wer ist denn noch so in der Serie? Wobei, nee, ich mag, also. Gibt's jetzt eine Kategorie für Lieblingsheld und Lieblingsheldin oder beides zusammen? Beides zusammen. Dann ist es eindeutig hier, Schatz, hol dir bitte das Outfit Modstyle, danke. Modstyle? Ja. Wo ist denn das? Bei Outfit. ABCDEFGH. Also bei kompletten Outfits, ne? Ach so. Wie kompletten Outfits? Wenn du nochmal ganz, wenn du nochmal auf das erste Teil zurückgehst, da hast du Outfits. Direkt auf das erste Teil. Ah, da Outfits. Ah, okay. Und da Modstyle. Macht der Straße. Ist irgendwo recht reiches weit. Mädchen. Ist irgendwo recht weit unten. Modern und im Trend, Manhattan Style, Modstyle. Boah, nee, das sieht ja voll ekelhaft aus. Geschmacksverirrung. Ich wusste ja nicht, wie es als einer Frau aussieht. Nur am Kerl sieht das, naja, am Kerl sehen die Sachen sowieso meistens nicht so doll aus. Ja. Wen wundert? Ich würde eher das kleine Schwarze nehmen. Wow. Das kleine Schwarze, wow. Oh mein Gott, die falsche Nachtsiger ist ja schräg. $540. Okay, her damit. Kann ich die Krawatte färben? Ja, Moment. Schatzi! Ja, Moment, ich bin hier noch am Basteln. Okay, ich muss eh den Ruck, die Taschen noch ändern. Ich meine, so ein Rucksack passt nicht gut zu dem Outfit, ne? Wo ist denn das, Handgelenksbänder? Kleiderschrank, Charaktergalerie. So, jetzt brauche ich noch was für den Unterkörper. Kopf. Gesichtsaccessoires. Wo ist denn hier, wo kann ich denn mal so Rucksäcke oder so kaufen? Die waren, glaube ich, bei Rücken oder so. Ja, aber Rücken ist hier, glaube ich, gar nicht bei. Moment, Moment. Die waren bei Oberkörper, Rucksack. Okay. Da gibt's meine geliebte Anime-Mieze. Toll. Unterkörper, ich brauche noch neue Schuhe. Toll. Nee, meine Lieblingsheldin ist eindeutig hier, hilf mir mal. Hier, Black Canary? Genau. Echt? Black Canary? Ja. Ja. Ich mag die voll. Und mein Lieblingsheld ist natürlich ganz klar. Green Arrow. Ja. Oder Batman. Nein. Batman. Nee, und natürlich hier, Ja, das sieht einigermaßen die Handschuhe gefallen nicht. Und natürlich wer? Moment, ich muss gerade, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Ich bin gerade namenvergesslich. Schreib ihn mir. Nein! Warte. Sinestro. Wer mag denn schon den Typen? Dass du nicht darauf reagierst, dass er kein Held ist eigentlich. Wobei, am Anfang in der Serie wird er quasi noch als Held ein bisschen porträtiert, bis er dann am Ende der Folge böse ist. Ah, okay. Oder sich dann herausstellt, dass er der Böse hinter allem ist. Ah, okay. So, ich bin jetzt hier fertig. Ich noch nicht, warte. Sieht gut aus. Danke. Ich hoffe, du erkennst, an wen ich anspielen möchte. Den Doktor? Woher weißt du das? Jetzt echt? Ja. Hey, ich hab dich noch gar nicht gesehen. Woher weißt du das? Geh raus aus meinem Kopf. Ich hab's mir gedacht. Geh raus aus meinem Kopf. Oh, du siehst echt aus wie der Doktor. Aber eher wie Tennant. Ja, natürlich. Ich hab mich ein bisschen versucht. Ich hab hier diese Sache gesehen, ne? Und ich fand, das sah so voll aus wie Tennant. Komm, ich mach mich jetzt nach Tennant. Aber wieso nicht Matt? Matt ist doch viel besser. Ich habe keinen Anzug gefunden, der aussah wie Matt. Guck mal, meine Katze.
Ja, guck mal meine. Ah, warte. Irgendwie passt die Katze nicht zu dem Kleid. Zeig dich doch jetzt mal, bleib mal stehen. Ich bleib ja stehen. Ja, aber das sah am süßesten aus. Und wie süß war Kate, ist das hier? Ja. Wir müssen ans Handy gehen. Yo, can this thing help us? We didn't pay our protection money and now the Morningstar's gonna raid the store. Wer ist denn dein Lieblingsheld neben Batman? Tja, das wollt ihr bestimmt alle wissen. Und das erfahrt ihr erst im nächsten Part. Ja, ich bin böse, ne? Ja, du bist die Sinestro. Ich liebe dich. Also wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir. Und wenn ihr wissen wollt, wer mein Lieblingsheld ist, neben Batman und Flash und Superman, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Bye.